Ich stell verwundert die Frage, so ein Baum lebt doch hunderte Jahre. Wie schafft man's von der ersten Sekunde an da dann noch völlig unbenannte Wurzeln zu schlagen? Und warum genau dahin? Ich denke, ich kann hier stundenlang warten, doch dieser Muffel will den Grund nicht verraten. Er will zu diesem Umstand nix sagen und alles nur mundtot ertragen. Mensch und Natur sind beide so schüchtern für Kommunikation, leider zu nüchtern. Doch Mensch und Natur sind allein auf der Party und schließen deshalb jetzt ein tollkühnes Fazit beim Kampf gegen Ignoranz und Gleichgültigkeit. Kommen wir bisher nicht so ganz auf einen grünen Zweig. Ja, bei den Gegensätzen kannst du einen Liebesfilm vergessen. In den Regen setzen und ein paar Fliegenpilze essen. Ich flüster ihm zu, ich weiß, dass du fliegen willst. Anstatt schüchtern zu tun, schnapp dir einfach einen Fliegenpilz. Diese Kollegen bringen dir das Fliegen bei. Das ist schon ziemlich geil, du fühlst dich übertrieben frei. Erstmal eine Spielelei, denkt, ich bin nur viel zu high. Mich nervt seine Spießigkeit, wo ist da die Schwierigkeit? Wenn's ihm nicht reicht, dann nimmt man halt wieder ein. Oder wieder ein, ach für den Anfang lieber drei. Er meint, ich schieß viel zu weit am Ziel vorbei. Das ganze wäre kein übler Neid, ich kann kein Vogel sein, das führt zu weit. Das verstehe ich nicht. Ich will lediglich, dass mir mein Kumpel Hermes seine Flügel leiht, sodass für kürzeste Zeit nichts vom Bodenhaft mehr übrig bleibt. Und von der Übelkeit vergiss die Pflicht, die Kür kommt gleich. Mensch und Natur sind beide so schüchtern vor Kommunikation, leider zu nüchtern. Doch Mensch und Natur sind allein auf der Party und schließen deshalb jetzt ein tollkühnes Fazit beim Kampf gegen Ignoranz und Gleichgültigkeit. Kommen wir bisher nicht so ganz auf einen grünen Zweig. Ja, bei den Gegensätzen kannst du einen Liebesfilm vergessen. Lassen den Regen setzen und ein paar Fliegenpilze essen. Ob mir tut's wirklich leid, wie der Baum so vor mir steht, ganz verdutzt. Sowas hat er auch noch nie erlebt. Ich geb zu, irgendwann jucken mich die tausend Wurzeln. Vielleicht werden dann die Schuppen von den Augen purzeln. Doch noch grab ich nicht den Boden um nach Erkenntnis. Ich schau mich lieber oben um und erkenn mich. Mein Glück spaziert mit Gemütlichkeit zur Türe rein. Die Wurzeln zu suchen, hab ich danach genügend Zeit. Mensch und Natur sind beide so schüchtern für Kommunikation, leider zu nüchtern. Doch Mensch und Natur sind allein auf der Party und schließen deshalb jetzt ein tollkühnes Fazit beim Kampf gegen Ignoranz und Gleichgültigkeit. Kommen wir bisher nicht so ganz auf einen grünen Zweig. Ja, bei den Gegensätzen kannst du einen Liebesfilm vergessen. Lass uns den Regen setzen und ein paar Fliegenpilze essen. Ich sag tollkühnes Fazit. Lass uns den Regen setzen. Toll, kühnes Fazit. Toll, kühnes Fazit. Toll, kühnes Fazit. Toll, kühnes Fazit. Toll.